und willkommen zur 15. Ausgabe des Deutschland-Ticket-Vlogs, die mich diesmal aus Deutschland hinausgeführt hat, und zwar nach Wissembourg, knapp unterhalb der französischen Grenze im nördlichen Elsass. Die Episode passt trotzdem zum Titel, weil Wissembourg zu den Grenzbahnhöfen gehört, die man mit dem Deutschland-Ticket kostenfrei erreichen kann. Wissembourg liegt, wie gesagt, direkt an der deutsch-französischen Grenze im Norden des Elsass, hat ungefähr 7.500 Einwohner und ist eine der interessantesten, schönsten Städte des Elsass. Wissembourg hat eine fast vollständig erhaltene Altstadt, in der vor allem die große Klosterkirche, die Stiftskirche St. Peter und Paul, hervorsticht. Wissembourg hat sich im Frühmittelalter, beziehungsweise damals unter dem deutschen Namen Weißenburg, entwickelt als eine Zivilsiedlung rund um das neue Benediktinerkloster, das dort angelegt wurde, das der Kern der Stadt ist. Deswegen die Kirche dieses Benediktinerklosters, das im 16. Jahrhundert im Zuge der Reformation aufgelöst wurde, auch grotesk überdimensioniert für die Größe und Bedeutung der Stadt wird. Wissembourg hat eine relativ lebhafte Entwicklung im Mittelalter und der frühen Neuzeit genommen, hatte schon im Spätmittelalter der frühen Neuzeit sowas um die 4.000-5.000 Einwohner, was ungewöhnlich groß war für eine Landstadt dieser Zeit, ist dann allerdings ein bisschen ins Hintertreffen geraten im 19. frühen 20. Jahrhundert, hat kaum noch ein Wachstum erzielt. Also in der Zeit, in der im 19. frühen 20. Jahrhundert zig Industriestädte in Westeuropa aufgeblüht sind, alte Städte ihre Bevölkerungszahl verzehnfacht, verzwanzigfacht haben, hat sich die Demografie von Wissembourg auf einem Stillstand eingependelt. Wissembourg bzw. Weißenburg hat heute fast genauso viele Einwohner wie im mittleren 19. Jahrhundert. Dieses Stillstehen der ökonomischen und demografischen Entwicklung der Stadt ist heute allerdings natürlich touristisch ganz interessant, weil es bedeutet, dass das Stadtbild sich auch kaum verändert hat, dass es kaum eine Notwendigkeit gab, in großem Stil Altbauten für größere Neubauten abzureißen. Deswegen hat Wissembourg heute eine dermaßen intakte, eine so große und schöne Altstadt mit massenhaft Häusern des 15., 16., 17., 18. Jahrhunderts. Das Interessanteste in Wissembourg neben der großen Klosterkirche, die einer der größten, schönsten gotischen Kirchen des Spätmittelalters ist, sind auch die sehr gut erhaltenen Stadtbefestigungen. Die gesamte Altstadt von Wissembourg ist umgeben von einem spätmittelalterlichen Mauernring mit Türmen und Toren, der sich heute noch in gutem Zustand befindet. Wissembourg, das direkt an der deutschen Grenze liegt, ist einer der wenigen elsässischen Städte, in denen heute auch noch die deutsche Sprache bzw. der elsässische Dialekt eine relevante Rolle im öffentlichen Leben spielen. Man hört tatsächlich noch relativ viele Leute auf der Straße elsässisch sprechen, besonders ältere Leute natürlich, weil eben Wissembourg bzw. Weißenburg enger mit Deutschland verbunden war als beispielsweise Straßburg im 19. und 20. Jahrhundert, das zwar auch direkt an der deutschen Grenze liegt, aber eben selbst ein großes urbanes Zentrum darstellt, das Leute aus allen Teilen Frankreichs anzieht, wohingegen Wissembourg eben eine kleine Landstadt ist, die ziemlich isoliert liegt und viel näher an deutschen Städten ist als an irgendeiner größeren französischen Stadt und auch nicht wirklich in großem Stil Leute aus anderen Landesteilen Frankreichs anziehen würde. Wissembourg hat wie das ganze Elsass sehr häufig in der Neuzeit den Besitzer gewechselt. Es war bis in das später 17. Jahrhundert eine freie Reichsstadt, damals noch eine sprachlich und kulturell rein deutsche Stadt, die im 16. Jahrhundert die Reformation angenommen hat, protestantisch geworden ist, ist dann im Zuge der Eroberungspolitik Ludwigs des 16. im späten 17. Jahrhundert von Frankreich erobert und annektiert worden, womit zunächst noch keine forcierte kulturelle Assimilation einherging. Man hat sich in diesem vornationalistischen Zeitalter nicht groß darum geschert, welche Sprache die Leute sprechen, welche Kultur die Leute pflegen. Aber durchaus ist das passiert nach der Französischen Revolution, die eben auch einen Schub von Nationalismus und Zentralisierungsgedanken gebracht hat. Der Nationalismus war damals eine bürgerliche, eine allgemein als progressiv geltende Ideologie, die mit der Revolution erst so richtig zum Zug gekommen ist.
die Frankisierungstendenzen, wenn man es so nennen will, die der französische Staat im Elsass wie auch in anderen Randgebieten mit anderer Sprache wie der Bretagne oder den früher italienischsprachigen Mittelmeergebieten durchgesetzt hat, hat es im Mittel- und Südelsass allerdings größere Erfolge gezeitigt als im Nordelsass. Das Nordelsass ist deswegen bis heute eine Region, in der Deutsch noch so einigermaßen verbreitet ist, beziehungsweise elsässischer Dialekt, was man im mittleren und südlichen Elsass fast gar nicht hört. Also in Straßburg hört man abgesehen von deutschen Touristen eigentlich niemanden mehr Deutsch sprechen. Mir in Wissembourg, die Dörfer der Umgebung, ist eher bilingual sind. Man hört Französisch und elsässisches Deutsch relativ ähnlich stark. Damit würde ich noch gleich mal übergehen zu den ersten Aufnahmen. Zunächst von der Fahrt nach Wissembourg und dann den ersten Aufnahmen aus der Altstadt. Nach ungefähr anderthalb Stunden Fahrt mit drei verschiedenen Regionalzügen bin ich jetzt über der französischen Grenze in Wissembourg angekommen, wo ich mich entschlossen habe, heute einen Ausflug zu machen, weil ich sowieso gerade in der Region bin, längere Zeit nicht mehr hier war und es ungefähr der erste Tag seit einer Woche Dauerregen ist, in dem es mal ein bisschen Sonne gibt. Bin deswegen auch ein bisschen unangenehm überrascht, dass ich angekommen bin, es nochmal einen Regenguss gegeben hat, es auch in Speyer nochmal zwei große Regenschauer gegeben hat, die im Wetterbericht überhaupt nicht angekündigt waren, was ein bisschen unerfreulich ist. Weil ich heute mit der A6700 filme, die mich ungefähr einen Lungenflügel und eine Leber gekostet hat, die zwar wetterversiegelt ist und ein bisschen Regen eigentlich ohne Probleme aushalten sollte, ich aber trotzdem ein bisschen paranoid bin, weil ich, wenn hier irgendwas passieren sollte, das finanziell absolut nicht ersetzen könnte. Aber hoffe mal, es wird nicht allzu schlimm werden. Jetzt kommt sowieso schon wieder die Sonne raus, der Himmel wird blau, also ich glaube, es sollte klappen. Ich werde dann jetzt erst einmal vom Bahnhof aus in die Altstadt gehen, die ich eh schon ganz gut kenne, weil ich schon ein paar Mal hier war, aber noch nie hier gefilmt habe. Thank you.
Ich bin jetzt hier vor der historischen Hauptsehenswürdigkeit von Wissembourg, der Stiftskirche St. Peter und Paul, die ja mal eine Klosterkirche einer bedeutenden Abtei war, die im Zuge der Reformation 1524 geschlossen wurde. Die Stiftskirche St. Peter und Paul stammt im Wesentlichen aus dem späten 13. und frühen 14. Jahrhundert, gehört also zu den früheren gotischen Bauten am Oberrhein und ist abgesehen vom Straßburger Münster die größte oder zweitgrößte gotische Kirche des gesamten Elsass und auf jeden Fall die größte gotische Kirche des gesamten Nordelsass. Es gibt abgesehen von der eigentlichen Stiftskirche, in die ich jetzt gleich reingehen werde, sofern sie gerade geöffnet ist, auch noch Reste eines Kreuzgangs und einer Kapelle. Ich werde noch ein bisschen was vom romanischen Turm zeigen, weil es gibt auch noch einen romanischen Turm aus dem 11. Jahrhundert vom romanischen Vorgängerbau der heutigen Kirche. Die kleine romanische Kapelle aus dem 11. Jahrhundert neben dem Hauptgebäude der Kirche, die meistens geschlossen ist, scheint heute mal geöffnet zu sein. Ich werde hier also auch gleich noch reingehen, auch noch ein paar Filmaufnahmen davon machen.
Ich muss mich jetzt noch ein bisschen in der Kapelle unterstellen, weil es wieder zu regnen angefangen hat. Es ist ungefähr der 5. Regenguss, seit ich in Visombur angekommen bin. Es ist ein richtig schlimmer Wintertag nochmal geworden heute. Aber wenn es ein bisschen aufgehört hat und ich einigermaßen rausgehen kann, werde ich dann gleich mal noch in die Teile der äußeren Altstadt gehen, die ich bisher noch nicht war, und dann noch ein bisschen die moderneren Stadtteile und mir auch den Friedhof noch anschauen. Ich bin jetzt in der 2. gotischen Kirche von Visombur, der Johanneskirche aus dem 15. Jahrhundert, die etwas kleiner und etwas jünger ist als die Stiftskirche. Der Grund, warum die kleinere Kirche heute die protestantische ist und die große Kirche, die Stiftskirche, die katholische, liegt an der Geschichte Visomburs und des ganzen Elsass. Visombur, das bis zur Annexion des Elsass durch Frankreich im späten 17. Jahrhundert eine freie Reichsstadt war, hat sich wie die meisten freien Reichsstädte, die auf dem aufstrebenden Bürgertum dominiert waren, dem Protestantismus zugewandt, aus der neuen bürgerlichen Religion. Die Stadt wurde daraufhin eine durchgehend protestantische Stadt. Dieser Prozess ist allerdings teilweise umgekehrt worden, als dann Visombur mit dem ganzen Elsass von Frankreich annektiert wurde im späten 17. Jahrhundert, das sich ja immer definiert hat als eine katholische Großmacht, das die Verteidigung des Katholizismus geführt hat. Deswegen dann in Visombur die große Kirche schließlich eine katholische wurde und die heutige protestantische Kirche die kleinere, eigentlich unbedeutendere Kirche der Stadt ist.
Nachdem ich mich jetzt eine Weile vor dem, ich glaube, 7. Regenschauer heute habe unterstellen müssen, habe ich es jetzt endlich mal auf die Festungsanlagen geschafft, die Stadtbefestigung, die als ein aufgeschütteter Ringwall die gesamte Altstadt umgibt, mit Mauern des Spätmittelalters, der Renaissance noch umgeben ist, die heute zu einer Art Stadtpark umfunktioniert ist, begrünt ist auf allen Seiten und den historischen vom modernen Teil der Stadt trennt. Ich werde mir so ein bisschen die Befestigungsanlagen, den Park darin anschauen, dann noch versuchen, dass ich zum Friedhof komme, der in der Nähe vom Bahnhof liegt, und dann wahrscheinlich auch langsam zurückfahren, zumal ich langsam auch ziemlich entnervt bin von diesen permanenten Regenschauern, die so alle 20 Minuten herausbrechen, mich dazu zwingen, mich eine Viertelstunde irgendwo unterzustellen, bevor ich wieder weitergehen kann. Das war jetzt, wie gesagt, glaube ich, der 7. Regenschauer heute. Auf dem Weg von den Festungsanlagen zum Friedhof hat es nochmal zwei größere Regenschauer gegeben. Der aktuelle ist jetzt wieder ein stärkerer, der schon eine ganze Weile anhält. Das hat mich doch ein bisschen davon abgebracht, jetzt noch zum Friedhof rüber zu gehen, zumal in 10 Minuten der nächste Zug nach Neustadt rüberfährt. Jetzt schon am Bahnhof stehe. Ich denke also, ich werde jetzt einfach gleich nach Neustadt weiterfahren, mir den Friedhof schenken, mir den Friedhof mal anschauen, wenn ich das nächste Mal in Wissembourg bin, was ich eh 1-2 Mal im Jahr bin. Werde jetzt dann wieder Richtung Speyer zurückfahren, bin jetzt noch 2 oder 3 Tage in der Region und wahrscheinlich wird es auch noch einmal einen Reiseblog geben, bin mir aber noch nicht ganz sicher von wo, möglicherweise irgendwo aus dem Odenwald, vielleicht fahre ich aber auch mal nach Offenbach. True to you, can't listen.